nominiert für den WTT Young Leader Award 2016. In Marktforschung sind Projekt 1 – Schicht um Schicht erfolgreich wachsen. Die Dematin AG in Wenge ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich funktioneller, physikalischer, chemischer und galvanischer Beschichtungen. Auftrag des Praxisprojektteams war, das Marktpotenzial in Süddeutschland zu ermitteln, Mitbewerber zu analysieren und daraus Empfehlungen für das Dienstleistungsangebot der neu erworbenen süddeutschen Produktionsstätte abzuleiten. Die Studierenden waren hervorragend organisiert, sie waren sehr proaktiv, hatten richtig Drive und haben das Projekt vorangetrieben. Man hat regelrecht gemerkt, dass sie Freude an der Arbeit hatten und so hat die Zusammenarbeit mir als Coach natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Die guten Projektergebnisse bestärken uns jetzt eigentlich sehr schnell aktiv zu werden. Wir werden die Verkaufsmannschaft vergrößert und gehen jetzt fokussiert auf den Markt. Wir haben die Nominationsrennen gemacht, weil wir nicht nur gute Leistungen gebracht haben, sondern auch eine sehr gute Teamdynamik hatten, wo jeder seine Stärken mit einbringen konnte. Sei das vom Planer, der den Überblick über das Projekt hatte, zu demjenigen, der Zahlen und Fakten vor Augen hatte und dem, der geschaut hat, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Mit Nicole Bischoff, Projektleiterin. Philipp Gemperle. Lorena Lütscher. Ramona Sigrun. Marco Solenthaler. Projekt 2 – Kundennutzen im Fokus. Die Oertli Instrumente AG in Berneck entwickelt, produziert und vertreibt weltweit für die Augenchirurgie elektronische Steuergeräte, präzise Mikroinstrumente und steriles Operationszubehör. Auftrag des Projektteams war, eine globale Kundennutzenanalyse im Vergleich zu den Hauptkonkurrenten durchzuführen und daraus mögliche Handlungsfelder zu identifizieren. Die wissenschaftliche Substanz bestand sicherlich in der starken methodischen Leistung der Studierenden. Hier wurden statistische Verfahren angewandt, die normalerweise nur Marktforschungsprofis kennen. Das geht weit über das hinaus, was man normalerweise von Studierenden erwarten kann. Projektergebnisse schaffen einen Haufen Vertrauen, weil es einerseits unser Selbstbild sich mit der Markteinschätzung deckt und andererseits wissen wir, dass wir im Unternehmen an den wirklich wichtigen Themen am Arbeiten sind. Besonders stark an unserer Projektleistung ist, dass wir es geschafft haben, die Stärken der einzelnen Teammitglieder, wie die englischsprachige Übersetzung der Befragung, aber auch die Programmierung der Befragung, gezielt einzusetzen. Mit Marco Otti, Projektleiter. Ramon Beerli. Matthias Niederöst, Manuel Bayer, Raffaele Vigna Castresi. Projekt 3 – Market Analysis for Novel TBL Fasteners in the US. SFS Intech ist eine Marke der SFS Group mit Hauptsitz in Heerbrugg und operiert als weltweit tätiger Entwicklungs- und Herstellungspartner für kundenspezifische Präzisionsformteile und Baugruppen sowie mechanische Befestigungslösungen. Die SFS Intech in Wyomissing beauftragte das schweizerisch-amerikanische Praxisprojektteam, für TDBL Fasteners passende Marktsegmente und Potenziale im US-Markt zu identifizieren und Handlungsempfehlungen für einen Markteintritt zu erarbeiten. Eine der größten Herausforderungen aus meiner Sicht für das Projektteam war, aus dem Wust an Informationen die potenzialträchtigsten Marktsegmente für die Produkteinführung zu identifizieren. Etwas, was sicher immer in Erinnerung wird bleiben, ist die Zeit, die wir in Boston hatten. Zuerst haben wir das Projekt abgeschlossen und nach dem Projekt haben wir dann auch dort noch ein bisschen Zeit genießen. Von der FAS mit Selina Steiger, Projektleiterin, Raphael Manetsch, Christian Schierk. Vom Babson College Boston mit Jana Blesnakova, Lena Le, Arjen Jain. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Appenzell-Ausserrhoden gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Marktforschung den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Juryurteil.